Übernimm die Kontrolle über deinen Geist. Besiege den Eindringling in deinen Träumen. Gut gemacht, Sam. Du bist ein Naturtalent. Wo bin ich? Wer sind Sie? Keine Angst. Freelance Police. Polizei! Oh nein! Huch! Schnell! Dem Limo-Lauser hinterher! What the fuck? Das ist echt abgehauen, ne? Was ist nur los mit den Limo-Lausern, Freunde? Schneller, Sam! Er entkommt uns! Das ist gar nicht so einfach! Er schmeißt mit kostenlos Videos, die Sau! Nein! Pass auf! Mann! Oh. Voll verkackt, Freunde, sorry! Wir können auch nur leicht rüber, okay. Ha! Stopp, wir wollen bloß reden. Ehrlich. Übernimm mal das Steuer. Mit Vergnügen. Pass ab. Erwischt. Hab ihn. Ja! Ja, kleiner Mann. Nicht schießen! Abgesehen davon, dass wir gerade deinen Truck voll Blei gepumpt haben, was macht dich glauben, dass wir auf dich schießen würden? Den offensichtlichen sportlichen Reiz mal außer Acht gelassen. Es ist nur, in den Nachrichten sieht man doch ständig, wie Leute die Hucke voll kriegen, bloß weil sie mal Kinderstars waren. Wir würden nicht im Traum daran denken, ehemaligen Kindersternchen weh zu tun. Wir müssen nur das Heim finden, wo Brady Culture sie untergebracht hat. Oh, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Es ist gleich da drüben, auf der anderen Straßenseite. Ach, du hüpfender Elefantenflo. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Danke. Weiß zufällig jemand, wie man einen Reifen wechselt? Oh Mann, Freunde. Tickets. Ein Affe. What the fuck? Affe. Unangenehm, der Affe. Erinnert mich an einen Job, den ich mal hatte. Du warst ein Affe? Im Wesentlichen. Okay. Now treating artificial personality disorder. On Black Hole. Brady Culture's home for former children stars. Alley of perpetual darkness. Die Kraft des Ibo. Brauche ich nicht, ich kann schon Chibo. Okay. Tor und Ausgang. Sieht aus wie ein ziemlicher Halunke. Tun Sie das nicht alle? Maulwurfposter Harry Maulmann. Okay. Ich glaube, hier hat jemand gesessen. Und getropft. Hier heißt es, die behandeln nur Patienten mit etwas, das sich das künstliche Persönlichkeitssyndrom nennt. Klingt lecker, was ist denn drin? Scheint wohl häufig bei ehemaligen Kindersternchen vorzukommen. Zu den Symptomen gehören, mal sehen, Obsession mit Geld, gewalttätige Reaktionen auf Zahnmedizin und unterbewusster Wunsch, die Freunde altern zu sehen. In der Tat. Du weißt nicht einmal, was das heißt, nicht wahr? Nein, aber es klingt ungeheuer gebildet. Okay, Freunde, ich glaube, ich weiß, was hier läuft. Wir brauchen ein Formular von Sibyl. Abgeschlossen. Jetzt brauche ich, glaube ich, kurz meinen Notizblock. Hier soll man vermutlich das Anmeldeformular reinstecken. Hier heißt es, die behandeln nur Patienten mit etwas, das sich das künstliche Persönlichkeitssyndrom nennt. Scheint wohl häufig bei ehemaligen Kindersternchen vorzukommen. Zu den Symptomen gehören, mal sehen, Obsession mit Geld, gewalttätige Reaktionen auf Zahnmedizin und unterbewusster Wunsch, die Freunde altern zu sehen. Die Freunde, okay.
Ich glaube, ich kann es mir merken. Wo geht's hin, Sam? Zurück ins Büro. Obsession mit Geld. Wut gegen Zahnmedizin. Und Freunde altern sehen. Okay. So, dann müssen wir nochmal. Denkst du, ich habe das künstliche Persönlichkeitssyndrom? Interessant. Zu den Symptomen gehört, mal schauen, Obsession mit Geld, gewalttätige Reaktionen auf Zahnmedizin und unterbewusster Wunsch, die Freunde altern zu sehen. Hey, ich weiß was. Ich könnte dich analysieren. Können wir noch ein paar Klecksbilder machen? Das macht Spaß. Sicher. Werfen wir noch einen Blick auf deine ungehörigen Zwangsvorstellungen. Schau dir das an und sag mir, was du siehst. Wir müssen jetzt alles mit Geld finden. Pennies? Pennies auf den Augen eines toten Mimen. Interessant. Schön. Und was ist mit dem hier? Bakterien. Theater. Fette Villa. Eine Bande Bakterien, Bolzbasket. Also da bin ich mir jetzt echt unsicher. Aber ich glaube, der SUV muss es sein. Aber das ist ja wieder Auto, ne? Ein SUV kracht in eine fette Villa. Und das? Eichhörnchen, Geldbörse. Die muttenzerfressene Geldbörse meines Onkels Louis. Jetzt das hier. Was siehst du? Börse. Ja. Elefanten in der New Yorker Börse. Und das da? Kundenkarte. Eine Kundenkarte, die jemand in einen Aktenschredder gesteckt hat. Deine Reaktion zufolge hast du eine ziemliche Obsession mit Geld. Das ist ein Symptom des künstlichen Persönlichkeitssyndroms. Das werde ich lieber mal notieren. Gut. Sehr interessant. Wir sollten dich nach den anderen Symptomen von KPS untersuchen. Mir recht, Knochenklempnerin. Ich bin keine Knochenklempnerin, ich bin Psychotherapeutin. Hört, Party. Hey, ich fang gleich an zu wiehern. Okay. Versuchen wir doch noch ein bisschen freie Assoziation. Gern, das verrät uns etwas über deine unvernünftigen Reaktionen auf das, was in deinem Leben vorgeht. Also nochmal, ich gebe Worte vor und du sagst oder tust einfach das, was dir einfällt. Bereit? Klar, fang an. Kuh. Kuh. Gefrorenes Orangensaftkonzentrat. Wie wär's damit? Bohrer. Wow, nicht schießen! Patient reagiert gewalttätig! Den solltest du mal an Halloween sehen. Heftige Reaktion auf das Wort. Sehr interessant. Föhn. Sagt einfach, was euch in den Sinn kommt. Föhn, okay. Travestie. Interessant. So, das war ja sehr aufschlussreich. Ja. Deine Antworten legen nahe, dass du auf Zahnmedizin ungewöhnlich heftig reagierst. Da solltest du ihn erstmal beim Proktologen sehen. Das könnte ein Symptom für das künstliche Persönlichkeitssyndrom sein. Das werde ich lieber mal auf deine Karte vermerken. Okay. Du weist zwei der Symptome auf dieser Liste auf. Bin ich geisteskrank? Ich will dich nicht beunruhigen, aber vermutlich ja. Kriege ich deinen Hut, wenn sie dich einweisen? Sicher, Kleiner. Okay. Ich werde dir jetzt noch einen Traum erzählen. Einen recht prosaischen, aber seltsam fesselnden Traum. Na gut, schauen wir uns deine beunruhigenden, unterbewussten Gelüste etwas näher an. So, wir müssen jetzt einen Freund... Okay, erzähl mir, was passiert ist. Einen Freund altern lassen. Ich merkte, dass noch jemand im Zimmer war. Oh, wer war denn dein Gast? Max ist der Freund. Es war Max. Ach ja, dein eingebildeter Freund. Ich bemerkte etwas Kurioses im Schrank. Ah, etwas, dessen du dich schämst. Was war's denn? Eine Parkuhr.
eine Parkuhr? Warum würdest du dich wegen sowas schämen? Naja, die Parkuhr vor unserem Haus habe ich schon ein-, zweimal umgenietet. Genauer gesagt, jedes Mal, wenn wir da einparken. Ich bemerkte etwas Seltsames, das aus dem Rattenloch herauslugte. Etwas Beunruhigendes. Was war es denn? Es war dieser Schreibtischspielkram, solche Klick-Klack-Kugeln. So kleine Dinger wie deine da. Ach, du findest also, ich habe kleine Dinger? Ja, Sybil, das finde ich schon. Also wirklich? Okay, am Schreibtisch können wir nichts machen. Nichts Ungewöhnliches. Fanden Sie auch nicht? Es kam rein gar nichts im Fernsehen. Das liegt nahe, dass du das Fernsehen als intellektuelle Wüste empfindest, bar jeglichen lohnenswerten Inhalts. Nein, das kann nicht sein. So. Ich bemerkte etwas Seltsames im Wasserspender. Ein Quell der Erfrischung. Was war es denn? Puh. Es war eine brandneue Ausgabe des Selbsthasser-Journals. Oh, das ist wirklich erfrischend. Ich habe noch keine Ausgabe verpasst. Also das passt mal gar nicht. Ich bemerkte etwas Sonderbares an meiner Topfpflanze. Ein Quell der Nahrung. Was war es denn? Geld, Nadeln. Die Pflanze war kahl, bis auf ein einziges welkes Blatt. Wie traurig. Naja, gut, dass es bloß ein Traum war. So, da springen wir mal aus dem Fenster. War das das Ende deines Traums? Yep, das war's. Denkst du, ich habe das künstliche Persönlichkeitssyndrom? Schon möglich, aber Leute mit KPS sind für ihren unterbewussten Wunsch bekannt, ihre Freunde altern zu sehen. Ich werde dir jetzt noch trauen. Tja, das war auf jeden Fall falsch. Okay, erzähl mir. Das war auf jeden Fall falsch. Ich merkte, dass noch jemand im Zimmer war. Oh, wer war denn dein Gast? Das warst du. Ich? Ach du meine Güte. Oh, ich repräsentiere deine Mutter. Ah ja? Aber sicher, das Gefühl der Vertrautheit, der Sicherheit. Außerdem, irgendwo muss die alte Schachtel ja ins Spiel kommen. Lernt man schon im Grundkurs Psychotherapie. Aufschlussreich. Mhm. Sag mal, in deinem Traum, habe ich da irgendwas Komisches getan? Naja, du hast etwas Komisches gesagt. Undankbarer Hosenscheißer. Wegen dir habe ich 3 Wochen in den Wehen gelegen. 3 Wochen? Wow, es war deine Mutter. Ich hatte recht. Wie üblich. Okay. Ich merkte, dass noch jemand im Zimmer war. Oh, wer war denn dein Gast? Es war Max. Ach ja, dein eingebildeter Freund. So, Freund. Also das ist schon mal klar. Über dem Schrank bemerkte ich eine Tafel mit Jesse James abgetrennter Hand. Also, das hast du ja wohl geträumt, oder? Ich bemerkte etwas Kurioses im Schrank. Ah, etwas, dessen du dich schämst. Was war es denn? Seine Freunde altern zu sehen. Eine versteckte Videokamera. Da schämt sich wohl jemand wegen seiner voyeuristischen Neigungen. Nein, da bin ich stolz drauf. Okay. Ich bemerkte etwas Seltsames, das aus dem Rattenloch herauslugte. Etwas Beunruhigendes. Was war es denn? Der unterbewusste Wunsch, seine Freunde altern zu sehen. Es war ein Würstchen von unbekanntem Reifegrad. Ein Würstchen in einem Rattenloch. Nein, keine erkennbare Symbolik. Ich bemerkte etwas Seltsames, das aus dem... Etwas... Es war ein armer kleiner Fisch, der nach Luft schnappte, aber völlig unverletzt war, falls du zu irgendeiner Tierschutzorganisation gehörst. Ein Fisch auf dem Trockenen. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du irgendwo nicht hingehörst. Vielleicht. Aber vertrau mir, Sam, in die Therapie, da gehörst du hin. Nee. Ich bemerkte etwas Seltsames, da... Etwas? Es war dieser Schreibtischspielkram, solche Klick-Klack-Kugeln. So kleine Dinger wie deine da. Ach, also... Ich bemerkte... Etwas? Eigentlich war gar nichts in dem Rattenloch. Tja, dann beunruhigt dich auch nichts. Schön, wenn man so einfach gestrickt ist, dass man gar nicht weiß, dass man beunruhigt sein sollte. Okay. Ich habe gerade etwas aus der Bäckerei abgeholt. Vielleicht für eine Feier? Was war's denn? Der Geburtstagstorte.
Die Geburtstagstorte mit massig Zuckerguss. Natürlich. Warte mal, die Geburtstagstorte, dein Freund. Du wünschst dir unbewusst, dass deine Freunde älter werden. Das hätte ich dir auch so sagen können. Das ist ein eindeutiges Symptom für das künstliche Persönlichkeitssyndrom. Ha! Ja, ich meine, ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Das werde ich lieber mal auf deiner Karte vermerken. Okay. Wir haben's, Freunde. Wow, das muss das künstliche Persönlichkeitssyndrom sein. Sämtliche Symptome. Ich wette, das reicht mir für eine Veröffentlichung. Dann weise mich doch am besten gleich in ein Heim für ehemalige Kindersternchen ein. Ich habe das Aufnahmeformular schon ausgefüllt, aber hinkommen musst du selber. Ich werde schrecklich beschäftigt sein mit der Veröffentlichung deines Falls. Da du ja verrückt bist, darf ich fahren? Ach du gasgebender Geisterfahrer, nein. Okay, Sam ist also ganz eindeutig verrückt. So, Freunde, ich glaube, wir nähern uns dem Ende unseres ersten Falls. Wo geht's hin, Sam? Zurück zu Brady Cultures Heim für ehemalige Kindersternchen. Ah, okay. Wo geht's hin, Sam? Nirgends. Nirgendwohin. Egal. Ich wollte nur das da holen. No! What the fuck? Komm mit, Kleiner. Zeigen wir denen, was eine Hake ist. Krieg ich danach ein Eis? Gartenarbeit macht mich immer so hungrig. Das hier erinnert mich an den Ort, wo Tante Trudi lebt, mit dem antiseptischen Geruch, den Gummimatten und dem riesenhaften, stummen Indianer. Klingt, als könne man da eine Menge Spaß haben. Oh ja, besonders nach der täglichen Pillenausgabe. Ist denn hier keiner? Alle sehen so gut aus, hier in Cultures Clubhouse. Ach, du pickliger Papagei mit peroxidblondierter Perücke. Brady Culture, wie ich annehme. Ihr wisst, wer ich bin? Wow, schurkische Pläne funktionieren also doch. Und werd mal nicht gleich hektisch, dreiwettertaft Freelance-Police, wenn ich vorstellen darf. Weiß ich. Auf euch habe ich ja gewartet. Uh-oh. Ist das so? Dann lass das nächste Mal bitte die Vordertür offen. Spart eine Menge Ärger. Wenn ich vielleicht erklären dürfte... Da haben wir wohl einen längeren Monolog ausgelöst. Gut, dass ich die Aufmerksamkeitsspanne einer Tasse Jagdbutter habe. Ich habe nie viel gewollt, außer von der ganzen Welt geliebt zu werden und in der Herbstsaison 1971 die Einschaltquotenstatistik anzuführen. Aber nein, diese wertlosen Schwachköpfe, diese Limo-Lollis mit ihren putzigen, aufeinander abgestimmten Hemdchen und ihrem niedlichen Getreller kommen und stehlen mir meine Zuschauer. Ich habe nie wieder eine andere Rolle bekommen. Und jetzt wollt ihr zwei Bürgerwähler einen armen, glücklosen Schauspieler auch noch daran hindern, die gesamte fernsehende Bevölkerung per Massenhypnose zu seinem ewig treu ergebenen Publikum zu machen? Wie grausam. War's das? Ich glaub schon. Also. Ups. Da ihr ja leider meinen schönen Plan versaut habt, meine Erzrivalen für mich Reklame laufen zu lassen, müsst ihr jetzt wohl ihren Platz einnehmen. Nur in deinen Träumen, Culture. Nein, Freunde, in euren. Hey, das kitzelt! Werde Videolieferant. Okay. Was passiert denn jetzt? Oh nein! Oh nein! Was machst du denn da? Weiß nicht. Ich. Du wusstest es die ganze Zeit. Ich hab doch gesagt, es ist eine Verschwörung. Ich hab's dir gesagt, aber du wusstest das ja schon. Stimmt's? Nein, Bosco, ich muss Videos ausliefern. Ruft die CIA, ruft Interpol, ruft Mickey Rooney! Muss Videos... Mickey Rooney? Liefern? Ah! Chuck Norris? Hey, meine heißgeliebten Waffen sind weg. Shit, das wäre dann doch zu einfach gewesen.